Auf dem PC ferkelt sich Larry schon lange durch sein erregendes neues Abenteuer. Aber bald dürfen auch PlayStation 4 und Switch-Spieler den Möchtegern Casanova auf seinen frivolen Streifzügen begleiten. Durch ungeklärte Umstände landet Larry plötzlich im Jahr 2018. In bekannter Point-and-Click-Manier muss er alle Hebel in Bewegung setzen, um bei der heißen Faith zu landen. Doch die Neuzeit stellt ihn vor viele Hürden, darunter Online-Dating und Veganismus. Wenn die Steuerung reibungslos funktioniert, erlebt ihr auch auf den Konsolen herrlich flache Witze, massig sexuelle Anspielungen und einige der besten Rätsel, die das Genre in den letzten Jahren zu bieten hatte. Crash steigt nach vielen Jahren wieder ins Kart. Crash Team Racing Nitro Fueled möchte sich zwischen dem jüngst erschienenen und sehr guten Team Sonic Racing und Dauerbrenner Mario Kart 8 behaupten. Mit abgefahrenen Strecken, vielen unterschiedlichen Fahrern und reichlich Items sind die Zutaten für spaßige Rasereien durchaus gegeben. Allerdings konnten wir der komplizierten Driftsteuerung bei der Probefahrt wenig abgewinnen. Hoffentlich wurde daran noch gearbeitet. Man könnte eigentlich eine Faustregel draus machen. Spiele mit sperrigen Namen kommen aus Japan und sind in jeder Hinsicht ausgeflippt. Das stellt Data Life Real Reincarnation eindrucksvoll unter Beweis. Natürlich handelt es sich um ein feuchtfröhliches Visual Novel, das auch die schlüpfrigen Ableger Rhinotopia und Ars Install enthält. Halodris sollten sich aber nicht zu früh freuen, dass Sony die PlayStation 4 Version mal wieder zensieren lässt. Welche Fanservice-Szenen allerdings der roten Schere zum Opfer fielen, das weiß noch niemand. Vielleicht ist das auch besser so. So langsam dürfte jeder Simulator durch sein, den man machen kann. Der Autowerkstatt-Simulator ist genau das, was man erwartet. Ihr seid Betreiber einer Schrauberbude, in der ihr an 48 verschiedenen Fahrzeugen nach Herzenslust herumbasteln könnt. Mit über 1000 Teilen macht ihr aus gewöhnlichen Autos regelrechte Traumwagen. Nach und nach baut ihr eure kleine Werkstatt zum Tuning-Paradies aus. Die Möglichkeiten sind vielfältig und der TÜV kein Thema, also lasst eurer Kreativität freien Lauf. Als Privatdetektiv Yagami schnüffelt und prügelt ihr euch in Judgment durch das Tokyota-Vergnügungsviertel Kamurocho. Mit allerlei krassen Fausthieben, Fußtritten und Special Moves zieht ihr den bösen Jungs den Scheitel gerade. Dazwischen darf nach Herzenslust gefuttert, geshoppt oder gezockt werden. Diverse Sega-Spielhallen laden zur gepflegten Arcade-Runde ein. Selbstverständlich ist alles in eine bekannt üppige und mitunter dramatische Story verpackt. Das kommt euch außerordentlich bekannt vor? Kein Wunder, stammt Judgment doch von den gleichen Machern, die schon die Yakuza-Reihe hervorgebracht haben. Wenn bei Namen wie Haumaru, Gelford oder Nakoruru euer Prügelherz hüpft, dann kennt und schätzt ihr Samurai Showdown vermutlich seit vielen Jahren. Der neue Teil verzichtet auf eine Nummerierung, vielleicht auch aufgrund des klassischen Aufbaus. Zwar killt ihr euch mit 3D-Figuren, dennoch finden die Kämpfe auf 2D-Bahnen statt. Grafisch irgendwo zwischen etwas grob und doch ganz schick angesiedelt, gefiel uns beim Anspielen besonders die taktische Herangehensweise. Wer mag, agiert aus der Defensive heraus mit gezielten Angriffen oder feuert in der Offensive ein Staccato aus normalen Hieben, Tritten und Special Moves ab. Hinsichtlich der Spielmodi werden Genre-Standards wie Arcade, Versus, Time Attack und ähnliches abgedeckt. Die Versionen für PC und Switch erscheinen dann am Ende des Jahres. Irgendwo zwischen Sherlock Holmes und H.P. Lovecraft angesiedelt, macht Entwickler Frogwares mit The Sinking City sein eigenes Ding. Als Detektiv ermittelt ihr Anfang der 1920er Jahre in der Stadt Oakmont. Eine mysteriöse Flut hat weite Teile unter Wasser gesetzt und auch die Bewohner wurden von einer Macht ergriffen, die nicht von dieser Welt stammt. The Sinking City verzichtet auf irgendwelche Hilfen, stattdessen müsst ihr euch jede Info und jeden wichtigen Ort erarbeiten. Was für eure Ermittlungen und die Story wichtig ist, obliegt allein eurer Entscheidung. Damit geht The Sinking City einen sehr klassischen Weg, der jedoch ein feiner Gegenpol zu den sonst eher weichgespülten Genre-Kollegen werden könnte.